Ja, hi, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und ist mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Thema heute ist: Bin ich zu oberflächlich beim Dating? Stay tuned! Ja, wir haben eine Nachricht von Betschanka. Und sie schreibt: Lieber Christian, ich bin seit ein paar Jahren Single. Ich lerne jetzt immer wieder Männer kennen, doch habe ich echt ein Problem. Die Männer, die sich ernsthaft für mich interessieren, gefallen mir weder optisch, noch entsprechen sie dem Typ Mann, der mir gefällt. Wie zum Beispiel mein Ex-Freund. Er war Schauspieler, sah wie ein typischer Schauspieler aus, doch unsere Beziehung war toxisch. Oder mein Ex-Mann. Er war andere Nationalität, mein absoluter Traummann. Er hatte wunderschöne blonde Haare, ein schönes Gesicht, er war schlank. Ja, doch leider durchlief ich mit ihm den narzisstischen Zirkel. Dann hatte ich eine Affäre mit einem wieder anderen Nationalität. Lange schwarze Haare, schöner Körper, konnte gut tanzen, gepflegt, doch er war auch, hat mich nicht gut behandelt und war meiner Person leider nicht interessiert. Jedes Mal, wenn ich jemand Neues kennenlerne und er gefällt mir vom Typ her nicht, sage ich ihm sofort, dass nur Freundschaft zwischen uns möglich ist, weil ich keine Beziehung suche, was nicht stimmt. So, du datest typische Bad Guys. Ist so, ne? Also, ist halt ein Liebeschip, ne? Er ist nur einfach nicht mein Typ, zu langweilig, zu normal, bin ich oberflächlich. Ja, also auf jeden Fall wollen diese Männer dir irgendwas spiegeln, ne? Also jetzt kann sein, ja, man könnte sagen, das Universum spiegelt dir, also einmal könnte das Universum dir spiegeln, du kümmerst dich nicht genug um dich, du hast zu wenig Selbstliebe, du machst diesen Beziehungen zu wichtig, du versuchst deinen Selbstwert zu sehr aufzuwerten durch bestimmten Männertyp. Vielleicht auch oberflächlich, ja, könnte sein, das Universum dir das spiegelt. Oberflächlich im Sinne von, du guckst nur auf die Verpackung und dann ja, bekommst du eben auch nur die Verpackung sozusagen. Und ja, kriegst so ein bisschen das, was du dir wünschst eigentlich, ne? Also du legst halt super Wert auf dieses Aussehen und ja, und guckst halt so wenig, ob der Rest, ob ihr auch kompatibel seid, ne? Also du guckst, was ich immer wieder sage, du guckst nur auf Chemie, nicht auf Kompatibilität, ne? Wenn du aber jetzt an Männer gerätst, die so Bad Guy-mäßig sind, dann musst du gucken, ob du ein co-abhängiges Thema hast. Dann darfst du gucken, ja, wie passe ich eigentlich dazu? Also die suchen ja, vielleicht bist du auch hübsch, vielleicht suchen diese Männer auch einfach nur die Aufwertung durch dich und du, also ihr spiegelt euch gegenseitig, du machst damit. Das kann ich nicht sagen. Also du musst deinen Liebeschip rausfinden und dann überlegen, ob du den nicht ändern willst. Und wenn man den ändert, dann ändern sich auch die Anziehungscodes, ne? Zwar mühsam, aber es geht, ne? So, ich habe mir selber gesagt, wenn es keinen Mann gibt, der optisch. Sorry. Der optisch mein Typ ist, obendrein noch nett und respektvoll zu mir und auch mit der Beziehung funktioniert, dann bleibe ich den Rest meines Lebens Single. Ist das nachvollziehbar, wenn man so denkt? Ja, also es ist deine Sache, aber ich würde nicht damit zufrieden geben. Es ist auch nicht so, dass alle hübschen Menschen toxisch sind und es ist auch nicht so, dass alle nicht so hübschen Menschen nicht toxisch sind. Das stimmt auch überhaupt nicht. Also müsstest du wohl gucken, wo da wie diese Anziehung da so funktioniert, ne? Dass du nicht einen hübschen Mann findest, der dich auch noch gut behandelt. Da muss bei dir gucken. Du darfst nicht bei den anderen gucken, ne? Oder ist es normaler, sich mit dem zufrieden zu geben, was sich gerade so im näheren Umfeld anbietet? Na, du wertest ja schon sehr, ne? Das fällt mir schon auf. Ich glaube, meine Chancen stehen sehr schlecht. Die meisten tollen und nicht toxischen Männer sind logischerweise bereits gewonnen. Und auf Dreiecksgeschichten lasse ich mich nicht ein. Mindset? Wenn du das denkst, dann wirst du auch keinen finden, ne? Jemand zu finden, der halbwegs gut aussieht, den man anziehen findet, der obendrein noch nett ist und mit mir in Beziehung klappt, ist wirklich reine Glückssache. Das kann man weder steuern noch erzwingen. Nee, das würde ich nicht so sagen. Also in dem Moment, wo du ein Match wirst für andere Menschen, da kommen auch andere Menschen. Das ist so. Man kann immer, also ich weiß, das ist immer wieder, wir gucken auf die anderen und warum finde ich niemanden und warum ist nicht und warum habe ich nicht und warum kann ich nicht und warum. Ja, aber es bringt nichts. Ihr müsst bei euch gucken. Es hilft allen nichts. Auch wenn man sich warm will, wenn man abkotzt, das hilft nichts. Ähm.
Soll ich warten bis auf den Tag X, an dem ich vielleicht jemanden treffe, bei dem alles passt, oder soll ich besser Männer daten, die optisch nicht meinem Typ entsprechen? Ja, wir wollen beides haben, Chemie und Kompatibilität, ne? Und muss halt wirklich gucken, wie dein Liebeschip programmiert ist, ne? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Stell dir vor, du liebst Äpfel über alles, aber es sind, da wo du lebst, nur Beeren verfügbar. Da willst du doch Äpfel, aber die bekommst du nicht und dann hungerst du lieber, weil dir die Beeren nicht schmecken. Ja, das ist ein super Beispiel, was du hier bringst, weil ich würde dann sofort sagen, ich nehme nur Beeren und dann gewöhne ich mich eben an Beeren. Also, wenn jetzt der Arzt dir sagt, du darfst, was du sich, du stehst total auf Nudeln und der Arzt sagt dir, du darfst keine Nudeln mehr essen, dann gewöhnst du dich doch an nicht, also dann gewöhnst du dich doch an was weiß ich, so Zucchini-Nudeln oder Reis oder so. Wenn du jetzt weißt, du hast einen toxischen Liebeschip und das tut dir nicht gut, dann ist es doch nicht gesund, dabei zu bleiben. Und genauso wie man Nahrungswünsche umstellen kann, kann man auch Liebeschip-Wünsche umstellen. Also das ist ein super Beispiel, was du hier bringst, aber ich würde daraus ganz andere Schlüsse ziehen. Ich würde sagen, ja, dann gewöhne ich mich eben, dann suche ich mir eben eine schöne Beere. Ne? So, freue mich sehr, falls du das Thema aufgreifen kannst. Bedanke mich für deine tollen Videos, die momentan nicht mehr so viel helfen, weil ich zurzeit nicht nur Single bin, sondern auch kein Liebesleben habe. Gerade dann sollten sie dir helfen. Und ich weiß, womit ich diese Lücke füllen soll. Wenn du da eine verdammte Lücke hast, dann guck auf deine leeren Eimer. Also solange du, das ist jetzt, vielleicht bist du in diesem Modus 2, ein bisschen mit co-abhängigen Themen, weiß ich nicht, dass du jetzt einfach keinen Bock mehr hast. Aber mach dein Leben nice geil, arbeite an dir, werd ein Match für das, was du suchst, und gib die Hoffnung nicht auf. Ne? Und nimm Beziehungen nicht so wichtig. Weiß wohl, will niemand hören, ich weiß, aber ich sag's immer wieder. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.